Patricia Dender, Master of Divine Healing und Divine Creation Coach. Ich bin hier, um dich daran zu erinnern, dass du ein göttliches Wesen bist, dass alles aus dir heraus entsteht, dass du bedingungslos und frei alles kreieren kannst, was dein Herz begehrt, aus deinem Herzen heraus, aus deiner Vorstellung, aus deinen Wünschen, aus deinen Träumen. Denn deine Gedanken kreieren und nichts anderes generiert die Energie für deine Kreationen. Ja, und heute das Thema von diesem Video ist: Geistheilung ist die Kreation aus deinem Geist. Was ist dein Geist? Ja, wir haben so viele spirituelle, Spirit ist ja übrigens Geist auf Deutsch, wir haben so viele spirituelle Lehren, die dir immer wieder irgendwelche Modalitäten oder Wege oder unbedingt To-Dos und unbedingt To-Don'ts und das machst du und das machst du nicht vorgeben. Aber das Wichtigste ist doch, dass du verstehst, wie Kreation entsteht. Und das Ganze ohne Hokuspokus, das Ganze ohne eine Bedingung, das Ganze ohne irgendwie falsch zu sein. Weil du kreierst nie falsch, du kreierst einfach immer. Und wenn das Ergebnis aus deiner Beurteilung heraus nicht dem entspricht, was du gerne hättest, du es also falsch findest, dann ist es einfach nur die logische Konsequenz, dass du offensichtlich falsch gedacht hast, falsche Annahmen getroffen hast, falsche Überzeugungen gehegt hast. Und so einfach ist es eben. Geistheilung. Das heißt, du heilst in deinem Geiste, in deiner Vorstellung. Deine Vorstellung ist dein Geist, ja. Da gibt es Ausbildung zum Geistheiler und so weiter und so fort. Jeder von uns ist Geistheiler oder Geistunheiler, ja. Weil unser Geist ist unsere Vorstellung. Neville Goddard sagt auch, your imagination is God. Also deine Vorstellung ist Gott. Gott ist der Schöpfer. Die Schöpfung, aus dem alles entsteht, ist deine Vorstellung. Also kannst du mit deinem Geist heilen oder du kannst mit deinem Geist unheilen oder zerbrechen oder kaputt machen. Ja? Und diese Kraft und diese Power, die liegt in uns. Und diese Kraft und diese Power, die kann man nicht ablegen, die kann man nicht ausstellen, die kann man nicht zerstören, sondern man kann sie nur lernen, gezielt einzusetzen und endlich das zu kreieren und zu manifestieren, was man gerne möchte. Und jeder hier von uns ist gleich programmiert, wir sind in derselben Gesellschaft aufgewachsen, wir sind im gleichen System aufgewachsen, wir haben die gleichen Überzeugungen, Glaubensgrundsätze, Einschränkungen, alles so mitbekommen, schon von Kindergarten, Kinderkrippe, Schule, Ausbildung, Universität, egal, wir konnten uns dem nicht entziehen, aber jetzt ist es an der Zeit, über die Bücher zu gehen, zu sagen, das, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, entspricht das meiner Wahrheit? Entspricht das der Wahrheit meines Seins? Entspricht das der Wahrheit des Universums? Oder schränkt mich das ein? Oder ist das eine Lüge? Oder was läuft in mir? Und in dem Moment, wo du ganz klar erkennst, wie das, was du glaubst und wovon du überzeugt bist, sich eins zu eins in deinem Leben manifestiert hat, immer schon, jede einzelne Ansicht, die du hast, von Menschen, von Objekten, von Personen, von Tieren, von Essen, was auch immer, deine Ansicht verkörperst du und indem du es verkörperst, wird es im Außen manifestiert, kreiert. Du bist die Verkörperung deiner Überzeugungen. Du bist die Verkörperung dessen, was du glaubst. Und diese Wahrheit einfach glasklar zu erkennen und zu erkennen, dass es einfach so ist
Und das erkennst du, wenn du schaust, wer du warst in gewissen Lebenssituationen, wenn du schaust, wer du heute bist, wenn du schaust, wie du dich fühlst und wenn du siehst, wie das einfach nicht dem entspricht, was du gerne hättest, dann siehst du deine Macht und deine Kraft und du kannst neu wählen, du kannst neu entscheiden, du kannst jeden Moment sagen, ich bin aber die und die und die und die. Und je mehr und mehr du dieses Seins, dieses Seinszustand, dieses Selbstkonzept für dich verinnerlichst, desto mehr siehst du, dass es eine 1:1 Reflexion im Außen ist. Und so, wenn du deinen Geist heilst, heilst du dich und deine Welt. Und alle und alles, was in deiner Welt drinnen ist. Und die Schwierigkeit ist einfach, deine Welt zu dominieren und dich nicht von dem dominieren zu lassen, was draußen gezeigt wird, was draußen aus den Systemüberzeugungen, aus den Systemglaubensgrundsätzen manifestiert worden ist, wenn du dich darüber erhebst, weil du es kannst, weil du es bist und sagst, ich lasse mich nur noch von meinem göttlichen Geist führen. Und der göttliche Geist fühlt sich nach Liebe an, fühlt sich nach Perfektion an, fühlt sich nach Gesundheit an. Und das, was mein göttlicher Geist weiß, das bringe ich vor mein inneres Auge, das bringe ich vor meine Vorstellung. Und so heile ich alles, was in meiner Vorstellung ist, weil ich es aus der göttlichen Perspektive heraus sehe und beurteile und wahrnehme. Und das mache ich so lange, bis es im Außen so manifestiert ist, dass es die anderen auch sehen. Was ich damit meine ist, du siehst deine Gesundheit, du siehst die Gesundheit der Menschheit, du siehst die Gesundheit deiner Liebsten. Trotz allen Diagnosen, trotz allen Einschränkungen, trotz allem, was andere sagen, bleibst du bei deiner göttlichen Meinung, bei deiner göttlichen Überzeugung so lange, bis du merkst, dass deine Kraft und deine Power das Außen verändert, weil es im ersten Schritt vor dein Auge gekommen ist mit deiner Wahrnehmung, mit deiner Einschätzung, mit deiner Beurteilung, so wie du es nicht wolltest und dass es jetzt im zweiten Schritt von dir genauso verändert werden kann. Und diese Veränderungen, die finden manchmal sofort statt im Äußeren sichtbar. Aber sofort findet es im Inneren sichtbar, weil in dem Moment, wo du deine Perspektive auf eine Person, auf etwas im Außen veränderst, bekommst du ein anderes Gefühl im Innen. Und dieses Gefühl ist gut, weil gut ist deine Wahrheit, gut und perfekt ist deine Wahrheit. Und alles, was dem entspricht, fühlt sich einfach so gut und wahr für dich an. Und das ist dein Wegweiser. Dieses Gefühl, dieses Ganzsein, dieses Komplettsein, dieses zum richtigen Zeit am richtigen Ort sein, dieses Erfülltsein vor Liebe, dieses Sein ist dein wahres Sein. Und dieses Sein erschöpft wieder neues Sein genau in dieser Qualität. Ja, das ist so eine wunderbare Wahrheit. Ich weiß, dass es mit dir resoniert, weil es ist wahr. Ich weiß, dass es sich gut und richtig für dich anfühlt. Und jetzt darfst du lernen, danach zu leben. Jetzt darfst du lernen, das zu sehen, was du sehen willst. Jetzt darfst du lernen, das zu fühlen, was du fühlen willst. Jetzt darfst du lernen, das zu erwarten, was du erwarten willst. Jetzt darfst du lernen, das anzunehmen, was du annehmen möchtest. Und das Ganze ist eine Reise zu deiner Wahrheit zurück, zu der Wahrheit, mit der wir alle geboren sind, weil sonst würde das, was ich dir jetzt sage, mit dir nicht so resonieren. Sonst würdest du nicht sofort spüren, wow, das, was sie sagt, das, was die Patricia sagt, das habe ich schon lange vermutet. Dieses Wissen hast nämlich du auch. Und nach diesem Wissen solltest du leben. Du bist hier, um mehr und mehr nach diesem Wissen zu leben. Und das kann jede tun.
Das kann jede alleine tun. Das kann jeder und jede sich möglich machen, indem sie sagt, ich nehme Hilfe an. Meine blinden Flecken, meine blinden Überzeugungen, meine Programmierungen, die sind manchmal so tief, so verborgen, so versteckt. Ich möchte gerne, dass es schnell geht. Ich möchte das aufdecken. Ich möchte das transformieren. Komm in die Frau, die alles hat, in dieses wunderbare Mastermind mit wunderbaren Frauen. Und es ist wirklich in jedem Call passieren Wunder. Warum? Weil wir angetreten sind als diese Wunder. Und weil wir uns zusammengetroffen haben, dass Wunder geschehen dürfen. Und genau das ist das, was es ausmacht, mit anderen Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, weil wir sind eh nicht getrennt und wir können uns gegenseitig so wunderbar helfen und unterstützen. Melde dich bei mir. Wenn du das hier im YouTube siehst, hast du unten in der Beschreibung die ganzen Links. Du kannst in meine Facebook-Gruppe kommen. Da gibt es wunderbaren Austausch. Da gibt es Challenges. Da kannst du sofort anfangen. Du kannst Fragen stellen. Du kriegst immer Feedback. Du kriegst immer Antworten. Und du findest auch einen Link, um mit mir ein Klarheitsgespräch auszumachen und zu sehen, was für dich jetzt das beste Angebot wäre. Ich habe so viel. Ich habe Selbstlernkurse, ich habe Mastermind, du hast 1:1 Mentoring bei mir und bei meinen wunderbaren Mentorinnen. Es ist auf jeden Fall etwas da, was dich in deine Wahrheit begleiten kann, sodass es wirklich schnell geht. Ich freue mich auf dich und alles Liebe.